OPEX, MISINT, MCD. Das alles sind Aufträge, mit denen jeder Fremdenlegionär täglich konfrontiert wird. Worum es im Einzelnen geht, das gleich nach einer Bildspur mit PICS, die Sie noch nie gesehen haben. Bis gleich. Guten Tag, Freunde der Légion étrangère. Heute reden wir über Einsätze, die jeder Legionär kennt, wenn er denn den Weg in sein Stammregiment geschafft hat. Einmal hätten wir die sogenannte OPEX, das ist eine Operation Exterieur. Wir hätten die Operation MISINT oder OPINT, Mission Intérieure. Ich komme später noch darauf, was das im Detail heißt. Oder eine mögliche MCD. Kommen wir zur OPEX. OPEX oder die Operation Exterieur ist ein Auftrag, in den Einheiten der Fremdenlegion auf Regiments- oder Kompanieebene vorgeschoben werden. Und zwar in Ländern, hauptsächlich in Afrika, wie Senegal, Elfenbeinküste oder der Zentralafrikanischen Republik. Sie befinden sich dort auf Plattformen, in denen sie oder von denen aus sie in sich anbahnende Krisen projektiert werden können. Und zwar blitzschnell, innerhalb von Stunden. Die aktuell größte OPEX, die die Legion am Laufen hat oder die Legion am meisten bindet, ist die Operation Barkhane. Operation Barkhane hat die Operation Serval oder Epervier abgelöst, Serval Mali, Epervier Tschad, und hat als Einsatzraum den Sahara-Gürtel, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Tschad, das nördliche Zentralafrika, und ich erspare mir den Rest. OPEX, das heißt aber auch Einsätze außerhalb Afrikas, geschehen mit dem Deuxième Régiment étranger de Parachutistes, das dreimal wiederholt während einer OMLT, Operational Monitoring Liaison Team, während so ein Auftrag ist, zum Einsatz kam und sich in Afghanistan beinharte Kämpfe mit islamistischen Terroristen lieferte. MISINT, Mission Intérieure. Hier handelt es sich um Aufträge hauptsächlich oder ausschließlich auf französischem Boden. Zum Beispiel zur Terrorbekämpfung während der Operation Vichy Pirate oder Sentinelle. Oder noch zur Bekämpfung, zur Jagd auf illegale Goldgräber während der Operation Harpie in französisch Guyana. Oder noch zur Feuerbekämpfung in Korsika, im Süden Frankreichs. Einsätze bei Naturkatastrophen, Erdbeben, Überflutungen. Und ich erspare mir den Rest. Die Legion als Helfer im Inneren eingesetzt. Durchaus Usus.
Wir haben zum Schluss die MCD. Die MCD ist eine Mission de courte durée. Aufträge, die limitiert sind, zwischen 4 bis 6 Monaten. Und der Unterschied zwischen einer OPEX und MCD ist eben, dass eine OPEX oder auch ein Alarm Gepard aus dem Blauen geschieht, unangekündigt, eine MCD aber immer vorgeplant ist. Die Legionäre wissen also monatelang voraus schon, dass sie im August, im September oder im Oktober dieses Jahres oder nächsten Jahres für 4 Monate zum Beispiel in die Zentralafrikanische Republik müssen oder nach Gabun oder nach Senegal. Dankeschön, meine Damen und Herren, für Ihre Geduld. Ich freue mich, Sie bald auf meinen Clips, auf meinen Videoclips wiedersehen zu dürfen. Ihr Thomas Gast, Amitié Légionnaire. Bye bye.